Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiss, ich habe schon ewig lang nicht mehr von mir hören lassen. Und jetzt kommt der Grund dafür. Nein, ich bin nicht schwanger. es liegt an dem, weil wir gezügelt haben. Und ich muss dazu sagen, ich habe schon, als ich in meiner alten Wohnung noch Videos gemacht habe, immer gesagt, das bin nicht ich. Das ist nicht. Ich kann mich nicht leben in dieser Wohnung. Wisst ihr, was ich meine? Es ist wie. Es hat einfach nicht gepasst. Es war einfach nicht der Ort für richtige Videos. Jetzt sind wir in einer neuen, mega, mega lässigen Wohnung. Und es ist noch nicht alles eingerichtet. Also das Fitnesszimmer und das Büro und so, wo sollten Videos entstehen, sind überhaupt noch nicht parat. Darum sind wir jetzt mal hier draußen. Aber das ist völlig okay. Und ich habe einfach gedacht, ich muss mich wieder einmal melden, weil sonst enttäusche ich viele von euch. Jetzt, das Thema, das ich heute darüber reden möchte, ist Motivation. Ich weiss, ich habe schon mal ein Video gemacht, mindestens eins. Aber ich habe gestern ein ganz spannendes Gespräch mit einer Kundin gehabt und gemerkt, dass es vielleicht doch ein paar helfen würde, wenn ich noch ein paar Worte dazu würde sagen. Darum, ich habe 6 Tipps für uns, was ihr machen könnt, wenn ihr in einem Motivationsloch steckt. Also. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist zuerst einmal erkennen, was will ich und das klar formulieren. Ich merke es viel bei den Beratungen, dass Leute kommen und einfach mal sagen, ja, ich will gerne auf den Sommer schlank sein, zum Beispiel, oder auf den nächsten Sommer schlank sein, oder was auch immer. Das ist nicht klar formuliert. Es ist relativ schwierig, wenn man so ein bisschen ungenau formuliert, weil das macht das Ziel auch ein bisschen schwammig. Und je schwammiger das ist, desto mehr Spielraum hat man. Ein Ziel soll klar formuliert sein und so kann man auch Motivation finden, um das anzugehen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich will bis im September in diese Hose passen oder in das Kleid. Ich bin nicht so der Typ für Kilogramm. Also ich habe ja, ich muss sicher eine klare Vorstellung haben, einfach geht es um 5 oder geht es um 20 Kilo. Aber sonst bin ich nicht so der Fan davon, wenn es darum geht, ja, einfach, ich will bis im September, weiss ich auch nicht, 5 Kilo abgenommen haben. Weil durch Muskel- und Fettmasse ist es gut möglich, dass man vielleicht nur 2 Kilo abgenommen hat oder ja, wie auch immer. Aber man sich viel, viel, viel wohler fühlt. Darum ganz klar, Ziel genau formulieren, dass man weiss, auf was man herrscht. Tipp 2. Was motiviert mich? Herausfinden, was einem selber motiviert. Das können Bücher sein, das können Videos sein, das können Personen sein. Das kann so vieles sein. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, wie wir uns motivieren können, wie wir uns informieren können, wie wir Wissen herausziehen können. Und darum finde ich, muss man einfach für sich selber schauen, was motiviert mich. Weil nur weil mich etwas motiviert, heisst das noch lange nicht, dass dich das auch motiviert. Ich weiss von vielen Leuten, die sich über Videos oder über Bilder motivieren auch. Ich denke einfach, man muss immer ein bisschen aufpassen, gerade heutzutage mit Social Media, was es wirklich ist. Also was ist real dran und was nicht. Gerade Videos und vor allem auch Bilder können sehr stark bearbeitet sein, was man auch immer muss überlegen ist. Wenn man, ich sage jetzt nur schon ich mache 10 Fotos. Ich lasse nicht das Zehnte nur, nicht das Schlechteste, sondern ich lasse das Beste nur. Sagen wir das so, das Zehnte? Ich weiß jetzt schon, was ich meine. Aber ich lasse nicht das an, was ich am verschissensten aussehe, sondern ich wähle von diesen 10 aus, weil es am besten aussieht. Je nachdem habe ich sogar noch einen Winkel drauf, wo ich schlanker aussehe, als ich eigentlich bin. Und ich weiss von vielen, die das sogar bearbeiten, die vielleicht nicht mal so wahnsinnig viele Followers haben, die irgendwo die Hüften ein bisschen breiter, die Taille ein bisschen schmäler, alles, was man halt heutzutage so ein bisschen will. Vielfach ist es auch so, dass Bilder so aussehen, als wären sie mega spontan geschossen worden und sie einfach nicht sind. Also sind euch bewusst, gerade bei diesen grossen Influencern ist es einfach der Fall, dass die Leute haben, die sie anstellen, die sie fötteln. Und das sieht dann halt auch einfach so aus. Das heisst nicht, dass die den ganzen Tag so aussehen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wir gehen zum dritten Tipp. Der dritte Tipp ist, sich nicht einreden und schon gar nicht negativ einreden.
ich habe doch ein paar Leute bei mir im Training und in der Beratung, die sich immer wieder sagen, ja, aber heute ist es zu heiß oder heute ist es zu kalt und heute habe ich falsch gegessen und gestern habe ich Chips gehabt, also kann ich heute nicht gesund essen. Oder ich habe zu streng gearbeitet, ich habe zu wenig geschlafen, ich habe was auch immer. Es gibt so viel Beweis dafür, dass es so nicht möglich ist. Und zwar aufgrund von dem, es nützt einfach nichts. Auch ich ist schlecht, auch ich habe schlechte Tage, auch ich bin mal nicht motiviert, auch ich habe heiß oder kalt oder was auch immer. Aber es ist mir scheißegal, es gehört dazu. Wir müssen einfach lernen, sorry, es ist ein bisschen laut, ich hoffe, ihr hört mich. Wir müssen einfach lernen, uns selber nicht zum Bullshit einzureden. Ganz ehrlich, es geht nicht, dass ihr euch tausend Ausreden sucht und nachher aber erwartet, dass ihr das Ziel erreicht. Weil meistens ist es so, dass die Leute dann am ungeduldigsten sind oder vielleicht auch am forderndsten sind und nachher schlussendlich nicht so viel dafür aufwenden. Also das heisst, ich will zwar keinen Salat essen und kein Gemüse und keine Früchte und schon gar kein Wasser trinken, aber die 10 Kilo müssen in einem Monat drin sein. Und das geht einfach nicht. Entweder reisst ihr euch den Arsch komplett auf für das Ziel, oder es ist einfach nicht euer Ziel. Und so kommen wir zu Punkt 4. Bin ich wirklich bereit, alles dafür aufzuwenden? Oder vielleicht auch zu sagen, die ganze Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn man zu einem Personal Trainer geht oder zu einer Ernährungsberaterin oder was auch immer, man selber ist dafür verantwortlich, das Ziel zu erreichen. Ich kann dir helfen mit Tipps, eben mit Motivation, mit einfach Hilfestellungen. Aber umsetzen musst es du. Und genau dort hapert es mega viel, dass Leute das Gefühl haben, sie können Geld zahlen und dann wird dann etwas gemacht. Dann müssen sie quasi wie nichts mehr dafür aufwenden. Und das ist einfach nicht der Fall. Also man muss sich selber in den Arsch klüben, man muss Verantwortung übernehmen können und einfach bereit sein, um das zu machen, weil anders geht es nicht. Punkt 5 ist ehrlich sein. Und zwar ist das auch, es rutscht eigentlich alles so ein ineinander ein, gell? Und inzwischen rutsche ich ein bisschen von der Motivation ab. Viel negativ. Ich sage nur, was man nicht machen soll. Nein, aber ich kann ja auch positiv sein. Und zwar ehrlich sein, dass man zu sich selber ehrlich ist. Dass man teilweise vielleicht auch zu anderen ehrlich ist. Also nein, es ist ja schön, wenn er ehrlich sind. Aber dass er auch ehrlich sind, zum Beispiel wenn es um mich geht. Ich weiss, ich sehe anhand der Resultate, ob jemand ehrlich ist oder nicht. Wenn mir jemand sagt, ich habe strikt nach Plan gegessen und es hat sich einfach nichts verändert, dann kann etwas nicht sein. Das heisst nicht, dass jemand zu viel ist. Es kann oft auch sein, dass jemand zu wenig ist. Es kann sein, einfach sonst einen Scheiß gemacht hat, nicht trainiert hat. Es sind dutzende Sachen, wo man eigentlich sieht, ob jemand ehrlich ist oder nicht. Und das Schlimmste finde ich, wenn man zu sich selber nicht ehrlich ist. Weil ich bin alles, was ich kann. Ich bin verantwortlich für mich und zu mir muss ich ehrlich sein. Es kommt mir nicht in den Sinn, zu mich selber belügen, weil das gibt so ein schlechtes Gewissen, so ein schlechtes Klima, dass das Ganze doch schon gar nicht kann funktionieren. Also sind ehrlich zu euch selber. Sind euch vielleicht auch bewusst, was so ein bisschen in die Ehrlichkeit eingeht? Was ist überhaupt realistisch? Was bin ich im Stand zum Umsetzen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich arbeite 100%, habe noch einen Teilzeitjob nebendran oder arbeite in einer Bar oder was auch immer und ich will nächstes Jahr auf die Bühne. Machbar. Es gibt Leute, die das machen. Ich sage, ich wäre im Leben nicht der Mensch, die diese Motivation aufbringen können. Nur schon, weil es wahrscheinlich nicht mein Ziel ist. Aber das ist etwas, das muss man sich bewusst sein. Ist man bereit, um das auf sich zu nehmen? Dann haben wir noch den 6. Motivationsschritt. Da geht es darum, nehmt kleine Schritte. Es nützt nichts, wenn ihr noch nie Sport gemacht habt und sagt, ich will auf eine Bodybuilding-Bühne. Nur schon aufgrund von dem, weil ihr überhaupt nicht wisst, was das heisst. Und andererseits ist es sehr schwierig, ein Ziel anzupeilen, das dort hinten ist. Ich würde jetzt sagen, wenn es um mich geht, ich bin die sagt, ich will heute gesund essen.
Oder ich will heute keine Süßigkeit essen. Oder ich esse heute nur etwas Süßes. Oder einfach etwas, das machbar ist. Es nützt nichts, wenn ich sage, ich esse den nächsten Monat keine Süßigkeit. Weil das ist nicht machbar. Das weiss ich jetzt schon. Nur schon der Satz, wenn ich das höre, löst es mir schon ab. Ich würde es nicht umsetzen. Ich weiss es ganz genau, weil das ist so ein riesen Druck. Aber wenn man sich sagt, ich mache nur heute oder ich mache nur die nächste Stunde oder was auch immer, egal ob das beim Rauchen aufhören ist, eben ob das beim Essen ist, beim Sport ist, was auch immer, fangt klein an, sonst löst es euch ab. Wir alle wissen, Anfangsjahr machen aber Dutzendtausende von Leuten ein Fitness-Abo und sie gehen nachher nicht. Und ich weiss, dass viele sich in dem Moment sagen, und das Jahr gehe ich. Und trotzdem sind sie nicht dort. Und so viele Leute wissen es. Und sie machen es gleich wieder. Weil man einfach das Gefühl hat, das Jahr, das wird mein Jahr. Das soll nicht heissen, dass das nicht euer Jahr ist. Aber gehen Sie kleine Schritte an. Genau wie in allem anderen, was ihr auch macht. Man überstürzt oft einfach bei Ernährung und Sport so viel. Weil man immer das Gefühl hat, wie mit diesen Crash-Diäten. Das muss es sein. Diese Kohlsuppe-Diät mache ich einmal, zwei Wochen, keine Ahnung, wie lange man die macht. Und dann bin ich schlank und dann geht es mir viel besser, für immer und ewig. Und das ist einfach nicht der Punkt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich euch motiviert habe. Ich habe das Gefühl, ich kann nur so negativen Scheiß ablassen. Ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, setzt euch ein Ziel, setzt es euch realistisch und freut euch im Bär, wenn ihr es geschafft habt. Und dann setzt ihr euch wieder ein neues Ziel. Und zwar auch wieder eins, das umsetzbar ist, wo ihr Freude daran habt. Das ist noch ganz wichtig. Setzt ihr euch nicht ein Ziel, das nicht euch entspricht. Wenn ich mir als Ziel nehme, ich will bis, frag mich nicht, bis zu meinem Geburtstag ein Bild gemalt haben. Das wäre ein Horror für mich. Okay? Jeder Mensch ist anders. Setz dir dein Ziel. Also, vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Video. Ciao.